Das Cut S62 Pro verfügt über eine Reihe von frei wählbaren Farbpaletten für Wärmebilder. Mit diesen Farbpaletten können Sie die Art und Weise ändern, in der Temperaturen in kontrastreichen Farben auf dem Bildschirm dargestellt werden. So ändern Sie die Farben. Hier tippen, um die Farbpalettenauswahl zu öffnen. Wählen Sie Ihre Farbpalette. Sie können zwischen 9 Farbpaletten wählen. Iron ist die Standardpalette mit Gelb für heiße und Lila für kalte Bereiche. Lava ist eine gute Alternative für nahezu alle Wärmebildaufnahmen. Auch die Palette Hot Test bietet sich für viele Einsatzmöglichkeiten an. Sie können die Farbpalette je nach Situation ändern. Wenn Sie nur den heißesten Punkt anzeigen möchten, wählen Sie Hot Test. Oder wenn Sie in der Dunkelheit mit einer geringen Blendung sehen möchten, wählen Sie Night. Die ausgewählte Palette wirkt sich direkt auf alle Ihre Bilder aus, einschließlich denen mit Alpha-Blending oder MSX. Nehmen Sie Temperaturmessungen zwischen minus 20 Grad bis 120 Grad live vor oder bis zu 400 Grad im Hochtemperaturmodus. Öffnen Sie einfach die MyFlir-App. Wählen Sie das Spotmeter-Symbol, um die Messwerkzeuge anzuzeigen. Wählen Sie das Symbol erneut, um einen Spotmeter hinzuzufügen, das die Oberflächentemperatur dieses Punktes anzeigt. Sie können auf das Spotmeter tippen und an einen beliebigen anderen Punkt ziehen. Und Sie können weitere Spotmeter hinzufügen. Zum Entfernen von Spotmetern tippen oder halten Sie, bis ein Menü angezeigt wird, in dem Sie ein oder alle Spotmeter löschen können. Fügen Sie einen skalierbaren, zu untersuchenden Bereich hinzu oder wählen Sie den gesamten Bildschirm zu messen. Zum Hinzufügen von minimalen oder maximalen Datenebenen tippen und halten Sie an den Rändern des Rahmens. Sie können auch diese Daten zu einem gespeicherten Bild hinzufügen. Wählen Sie einfach das Bearbeiten-Symbol Stift und sehen Sie die gleichen Optionen zum Hinzufügen von Spotmetern und zu untersuchenden Bereichen. Zum Speichern tippen Sie hier. Zum Wechseln zwischen Grad Celsius und Grad Fahrenheit wählen Sie das Menü, dann die Einstellungen und schalten Sie dann je nach Bedarf zwischen Maßeinheiten um.